Greta feiert ihren 5. Geburtstag und hat sich etwas Besonderes gewünscht. Ein Einhorn. Ein echtes? Weil wir ein Zauberhorn haben. Mit den Horn können sie nämlich auch ein bisschen zaubern. Für ihre Eltern eine unlösbare Aufgabe, könnte man meinen. Das soll mal ein besonderer Geburtstag sein. Sie ist ein kleines Kind. Das heißt, sie glaubt noch an viele Dinge, ja, was wir Erwachsenen einfach nicht mehr so tun. Und deswegen wollten wir das ganz besonders für sie einfach gestalten. Sie wollte das Einhorn zu Hause haben, aber das haben wir nicht hingekriegt. Macht nichts. Denn heutzutage kann ein Wunsch wie der von Greta trotzdem wahr werden. Ist das schön? Gefällt dir das? Na dann. Es gibt wirklich Einhörner. Ein Reitausflug auf dem Ponyhof. Und das ist noch nicht das Ausgefallenste, was man heute bei Kindergeburtstagen erlebt. Hex, Hex! Erinnern Sie sich? Früher sah das so aus. Eier laufen, Sack hüpfen, Topf schlagen. Oder? Mini, Mini, ist doch klar. Ist der Kinderparty da? Heute sind Kindergeburtstage ein Event geworden. Auch wegen und für Social Media. Motto-Partys zum Beispiel gehören inzwischen zum Standardprogramm. Die 5-jährige Lena hat sich einen Elsa-Eisprinzessinnen-Geburtstag gewünscht. Ihre Mutter Daniela hat heute Nacht nur eine halbe Stunde geschlafen für diesen Moment. Ich habe für euch eine Überraschung. Eine Sängerin performt für Lena. Ich habe fast geweint, also wenn Elsa reingekommen ist, weil wenn ich sehe, dass mein Kind so glücklich ist, dann bin ich auch sehr glücklich. Und deswegen habe ich das alles gemacht. Und so steigt mit jedem weiteren Geburtstag die Erwartungshaltung an die anderen Eltern. Ich denke, dass es halt generell heutzutage so ist, dass immer mehr solche Dienstleistungen eingekauft werden, dass man immer mehr das Gefühl hat, ich kann mir das alles kaufen, was ich selber nicht machen kann. Und entsprechend schaukelt sich das dann halt hoch. Is the pressure that would my kid want? Man ist unter Druck. Will mein Kind so etwas auch? Und was ist, wenn ich zu Hause mit der Familie im kleinen Kreis feiere? Wäre sie glücklich damit? Oder möchte sie etwas wie das hier? Der Druck für die Eltern kommt auch davon, was auf Social Media inzwischen als normal gilt. Geht es da überhaupt noch um die Kinder? Maria Diaz organisiert viele Geburtstagsfeiern. Auch für Kinder von Fußballern, Schauspielerinnen und Models. Von Kitzbühel bis zum Tegernsee. Ihr Angebot startet bei etwa 700 Euro. Nach oben gibt es keine Grenzen. Sie sagt, es gäbe auch etwas nachzuholen. Nach Corona, und ich verstehe auch, es gibt Kinder, die hatten keinen Geburtstag mehr. Dann die Eltern möchten wirklich eine tolle Geburtstag. Wir haben hier zum Beispiel Polizei, Piraten, Zauberer, Harry Potter haben wir auch. Sie muss für jeden möglichen Wunsch gewappnet sein. Ich war im Termin mit dem Kunden für die Geburtstagsorganisation und die Kinder sind dabei und sagt ihr klipp und klar, was sie möchten. Also die Eltern sagen nicht mehr. Im Allgäu sieht der 11. Geburtstag von Marie so aus. Hunde kuscheln. Ich wollte irgend sowas schon immer mal machen. Ne? Und darum dachte ich mir, die mögen alle Hunde und ich auch. Und dann ist es halt perfekt. Diese Huskies sind Profi-Schlittenhunde auf der Weltrangliste. Im Sommer haben sie frei. Und Marina Butscher bekam so viele Anfragen, dass sie auf die Idee des ungewöhnlichen Geburtstags kam. Ich kann das schon nachvollziehen, die Gedanke oder dieser Erwartungsdruck, den man sich vielleicht als Eltern selber macht. Aber die Frage ist, dann sieht das Kind überhaupt genauso. Ich glaube, fürs Kind ist es das Schönste, wenn es Zeit mit seinen Freunden verbringen kann, wenn es Aufmerksamkeit bekommt, wenn man sich Mühe für das Kind gibt. Egal ob kleine Party daheim oder große Motto-Party.
Am wichtigsten bleibt auch bei heutigen Kindergeburtstagen, dass man die Erlebnisse mit Freunden und Familie teilen kann.